Willst du mich verarschen? Das sind schon 1000. Das sind 2400, um genau zu sein. Muss ich das irgendwie... Für 2 Monate muss ich es aufrechterhalten, okay. VIP ist zufrieden. Nee, das ist Parkeintritt. Ups, Bahntickets steht drunter. Oh. Hm. Ja. Rotodrop. Okay. Alles klar. Eigentlich auch sehr beliebter Ding hier. Guck mal, ich kann es hier bauen. Wunderbar. Boah, ist das Ding riesig. Und was will ich damit zeigen? Ich habe Money. Ganz eindeutig. So und so. Ah, komm. Halt mal an. Genug Kohle habe ich ja jetzt mittlerweile. So grundsätzlich. Startgeschwindigkeit. Das können wir schön hochdrehen. Freefall, ja. Das ist gut. Geringere Reibung. Macht das Ganze noch ein Ticken heftiger. So, beobachten wir die Gedanken dazu. Ah, Schandlässe. Naja, sieht aus, als wäre das Ganze geschlossen. So viel bezahle ich nicht. Ich bezahle nicht so viel. Da müssen sich erst noch die Werte ein bisschen ändern durch die Startgeschwindigkeit und... Ja, ändern sich die Werte? Nee, anscheinend nicht. Aha. So, jetzt wollen sie anscheinend... Sie wollen immer noch nicht so viel bezahlen. Ist das heftig. So. Nee, ich mach ja jetzt schon fast Verluste. Kann man mit sowas gar nicht machen. Weil... da können... 16 Personen pro Wagen rauf. Das, ergibt sich schon. Oh. Ja. Oh, die Musik ist super. Das ist, ist super, ist schlecht. Ach du Heiland. Das ist natürlich eine Mischung. Ihr habt es doch schon wieder auf die 4 Euro gesenkt gehabt. Wieso will da keiner rein? Wieso will da keiner rein? Neue Erfindung Gefahren, Schlachtsack. Das muss ich jetzt eindämmen. Wege und Szenerie brauche ich nicht. Andere Attraktionen. Transport auch nicht. Und Wasserbahn gibt es ja eh nicht. Ich brauche aufregende Fahrten, Kinderfahrten, sanfte Fahrten. Ganz wenig Achterbahn. Da haben wir es doch. TNT-Fast, das ist zu teuer. Na komm schon.
Ich brauche neue Gedanken dazu. Anscheinend wollen sie immer noch nicht rein. 3 Euro. Dafür müsste doch jetzt mal jemand da rein wollen. Mechaniker 5 denkt doch mal aufzuhören. Mechaniker 1 hat gekündigt. Ah, die ersten Leute gehen da rein. Mechaniker 6 hat gekündigt. Ich will nochmal, hat mir gefallen. Wunderbar. Dann geht doch nochmal rein. Wahrscheinlich die zwei selben. Die da reingegangen sind. Popularität 9. Naja, das könnte erklären. Das wird wohl auch so eine... Was ist denn das? Eine 1,50 Attraktion? Die laufen immer noch massig vorbei. Ich könnte... mal 2 Euro glatt. Aha. Wunderbar, jetzt geht's los. Und hier, das ist, denke ich mal, auch zu teuer. Ja. Na kommt schon, geht mal ein bisschen. Waschbärhüte, okay. Die Frage ist, wie viel Mechaniker habe ich noch? Im Ernst. Also 3 Stück brauche ich mindestens mal. Echt bescheuert. Komm, kostet nur 1,20. Können doch mal welche hier reingehen. Aber anscheinend ist das immer noch zu teuer. Ausgerechnet geht's jetzt kaputt. Na toll. Was ich noch machen könnte, ich könnte Infos bauen. Ich habe ja jetzt, witzigerweise habe ich genug Geld. Baue ich mal ein paar Informationen her. Neue Attraktion. Gut. Allerdings wollte ich jetzt tatsächlich doch noch die Info bauen. Wow, Karaoke ist ja beliebt. Das ist ja unglaublich. Und der fliegende Teppich ist zu teuer. Ich weiß nicht, wenn die für 1,50 da reingehen. Warum gehen sie hier nicht rein? So massig vor hier dem. Was ist hier los? Im Ernst, wieso gehen die hier nicht rein? Zu viel. Ja gut, ich habe den Parkeintritt. Das muss man auch noch bedenken. Was ist eigentlich hier aus? Den habe ich überzeugt. 600 brauche ich noch an Einnahmen.
Ich nehme mal an, wenn ich den Parkeintritt jetzt senke, dann könnte ich insgesamt die Preise auch minimal erhöhen. Mal hier auf. Mann, Mann, Mann. Jetzt hast du hier Achterbahnen stehen. Die teuer sind die noch was. Und Betriebskosten futtern. Aha. Okay. Gut, Bier ist zu billig. So lächerlich. Ja, die Frage ist eben, finanziere ich meinen Park durch Attraktionen, wie immer, oder eben 27 dann, oder durch Eintrittsgelder. Und ich würde tippen, dass man hier tatsächlich mit Eintrittsgeldern arbeiten muss und dass ich hier jetzt auch einen... Wow. Ich brauche dringend den Geldautomaten, weil die werden nicht mehr viel haben. Na komm, ich will Gedanken dazu hören. Ah, das Problem ist aber, wenn ich den durch Eintrittsgelder finanziere, den Park, dann wird das mit den Bahneinnahmen ziemlich krass. Schlendert jetzt erstmal. Ja, aber der ist langsam da, das ist schon mal gut. Gut, die Schlange ist einigermaßen voll. Was wollen die denn alle? Meint die rennen hier auf der Strecke hin und her? Aber es passiert einfach nichts. Und hier sind so gut wie keine Leute. Das Rodeo. Ich weiß nicht. Gehen wir mal auf den Grundpreis. Hier wohl auf. Was ist denn 1,50? Hier auch 1,50, 1,40, was auch immer. Da gehen sie rein in die Wild West Show. Will natürlich keiner rein, wenn die so teuer ist. Erstmal müssen die Leute überhaupt reingehen in die Attraktion. Da nicht so viel Besucher haben, wie ich will. Es funktioniert einfach nicht. Ich brauche einfach jetzt Bahneinnahmen. Und die liegen im Moment bei 400. Merkwürdig. So, ich muss mich jetzt tatsächlich erstmal drum kümmern, dass die hier erstmal die Leute überhaupt in die Attraktion reingehen. So, wie heißt das Ding? Die Rache der Königin. Schülerzeitung.
Der Rache der